Hallo und herzlich willkommen zu Kabelsalat, Demo-Salat in der Rubrik. Denn wir zocken heute die Splatoon Open Beta Global Paint Fire. Schieß mich tot. Und ich habe gerade schon ein bisschen gedaddelt und habe mir jetzt gedacht, komm, nimmst du auf. Ist mal altmodisch, ne? Also wir streamen noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob wir überhaupt irgendwann mal noch streamen. Wir bleiben noch im alten Format. Wir nehmen auf und reichen es dann dementsprechend einen Tag später nach. Na, dass dann die, dass das dann alles nicht so wirklich ist. Was? Gerät, Verbindung, Spieler, Partner? Okay. Da hatten wir gerade schon das erste Problem. Gut, wir starten einfach mal in ein Spiel. Und was mir gerade aufgefallen ist, während man wartet, kann man hier dieses geile, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dieses geile Minispiel spielen. Finde ich sau cool. Ihr seht auf dem großen Bildschirm, ich gucke auf den kleinen. Oh Mann, ist das schön. Der kleine Blooper. Boah, da kommt Wasser. Holy shit. Was? Mist. Spiel ist doof. So, auf geht's. Bin mal gespannt, weil die ersten vier Matches, die ich gemacht habe, waren eher... Naja. Gut. Ich zeige euch auf jeden Fall die Waffen, die man in dieser Demo spielen konnte. Da hätten wir auf einmal auf jeden Fall jetzt diese Klinky Klecks MG, würde ich jetzt einfach mal tippen. Mit den Eigenschaften, dass man noch ein Schutzschild hat. So, ich versuche jetzt einfach mal vorzupreschen. Immer natürlich den Akku auf vollen. Um dann eine Granate zu werfen. Um dann wieder zu flüchten. Um dann wieder eine Granate zu werfen. Warum geht der Scheiß nicht weg? Warum? Warum? Jetzt hat's nicht funktioniert. Ist jetzt überlastet. Ist jetzt vorbei. Muss ich jetzt doch die erste Aufnahme nehmen, weil ich hab's schon einmal aufgenommen. Ey, Leute. Komm schon. Kann doch nicht sein. Nee, Fehler bei der... Ich glaub... Ich glaube, dieser kleine Test, also ich habe wieder bei der ersten Aufnahme richtig Schwein gehabt, denn jetzt funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Irgendwie spielen jetzt, glaube ich, alles Splatoon. Ja gut, es ist Nachmittag und Nintendo will ja damit auch im Endeffekt nur testen. Ich weiß gar nicht, welches Entwicklerstudio jetzt da wirklich dran sitzt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. Wieder zwei Japaner. Die Japaner sind verdammt stark. Die haben wahrscheinlich heute Morgen um 5 Uhr schon gedaddelt. Ich habe so schon einigermaßen den Blick raus. Es ist halt kein Halo. Das Steuern mit dem linken Stick ist so wirkungsvoll wie Senf in der Suppe. Diese Vergleiche, die ich immer bringe. Und jetzt gucken wir einfach mal. Gucken, ob die Verbindung jetzt hält. Natürlich sind wir hier live dabei. Nur keine Ahnung, wo hier der Kampf wütet. Oh Gott, hau ab. Yes. First Blood. Ah! Wie konnte mich der denn töten? Da war nichts mehr. Egal, auf zum Kollegen. Juhu. Und. Was? Von hinten? Ach, wieder einer dieser Roller. Farbroller-Menschen. Also der Roller ist verdammt stark. Das kann man von jetzt auch schon sagen. So, ich gehe mal zum Nathan. Nathan! Da steht einer Schmiere. Ich werd bescheuert. So wie in die Titte. Mal gucken. Hinter mir ist noch einer. Ich glaube, hinter mir war einer. Das sieht man jetzt leider nicht, weil die Karte, die ich normalerweise immer habe, das Radar, also das typische Halo-Radar, habe ich hier leider nicht. Ah, scheiße, das war dumm. Ah!
Ach Mann, wo kam der Schuss denn her? Mit dem, mit dieser Railgun da. So, gehen wir mal wieder ins Ort des Geschehens. Hier war einer. So, Special aktiviert. Yes! Weg ist er! Und wieder mal ist ein Japaner gescheitert. Oh, scheiße. Sniper. Nein, das war zu kurz. No! Verdammt! Oh, ja, ich würde mal tippen, wir haben gewonnen. Yes! So sehen Sieger aus. Schalalala. So. Zweiter im Team. Schönes Ding. Schönes Ding. Auf jeden Fall, das war jetzt die MG, die ihr jetzt endlich sehen konntet. 6 Minuten, erstes Spiel ist rum. Nach 2 Fehlern. Und als nächstes nehmen wir den Klecksroller, weil der Klecksroller, den finde ich auch sehr geil. Den Kleckser allgemein finde ich, ja, der ist nett. Du verschießt dann halt als Granate halt diese gefüllten Wasserbomben, würde ich jetzt sagen. Also Farbbomben. Mister. Benamen kann man echt philosophieren. Egal, es geht los. Und es funktioniert natürlich weltweit jetzt der Kampf. Was auch schön ist. Nicht mehr regionabhängig. So. Ich leg direkt los. Mach hier alles bunt. Dann gehe ich hier unten lang. Du musst dich auch entscheiden, du kleiner Japaner. Shit, ich glaube, hinter mir sind jetzt welche. Hinter. Aufladen, 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 aufladen. Und go! Wo ist er denn? Wie ist er denn? Da steht er da drüber! Ich werd bescheuert! Die Sacknase! Ich mach alles schön bunt und bin weg. Fuck. So. Wir haben keinen, der da hinten ist. Dann mach ich doch hinten einfach alles. I paint the wall purple. So, hinter mir ist keiner. Das ist dieser Spezialeffekt, den es dann gibt. Wir kriegen jetzt gerade Probleme von oben. Aber ist egal, ich mache hier einfach nur alles. Schön lila. Jetzt habe ich keine Tinte mehr. Hier ist aber schon bereits alles lila. Mensch, ich wollte da hoch! Dreck. Yes! Double KO! Noch 1 Minute. Ja, ich werde wieder dahin schwimmen. Zur Basis. So. Du kommst nicht vorbei!
Machen wir erstmal richtig schön Punkte hier. Oh, zu wenig Tinte. So, jetzt aber. So kann man doch seine Wohnung streichen, ne? Mit einem großen Roller, ab auf den Boden und auf geht's. Oh, meine Tinte war gerade leer. So, das sieht nicht gut aus. Aber das sage ich jedes Mal, dann kriegen wir es am Ende doch noch hin. Ne, schade. Schade, 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 schade. Ja, die anderen waren besser. Aber schönes Spiel. So, 11 Minuten haben wir voll. Eine Waffe zeige ich euch noch, und zwar den Klecks-Konzentrator. Und vielleicht noch eine andere Map. Wir haben ja jetzt die Koffer-Map gesehen. Ja, wobei zum Teil haben wir die Koffer-Map gesehen. Und wir haben dieses Hafenviertel gesehen. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Und haben jetzt noch eine komplett andere Map. Wobei ich habe bisher nur die beiden gesehen. Koffer-Fischlager, auf geht's, Dudes. Konzentrator ist ja auch mies. Boah. Boah, die Sacknase. Kam der Trottel mit dem Dings. Ich nehme mal den da hinten. Dann überrümpeln wir nämlich die Idee. Ich habe nichts gesagt. Mit dem Konzentrator kann man aber nicht so viele geile Punkte fahren, das stimmt. Das ist echt mies. Ah, verdammt. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Also, das sieht definitiv nach Sieg aus. Ach Mann! Den habe ich nie gesehen. Shit! Ta! An mir kommst du nicht vorbei, du Sack. Nein! Scheiße. Hat ihn noch getroffen? Ich glaube, nee, Mintermann hat es getroffen. Leuten sagen, dass sie cool sind. Jupp. Ende! Schön! Schön. Ey, also, der Konzentrator ohne Witz, der macht, hätte ich jetzt nicht gedacht, der macht richtig viel Spaß. Bin davon ausgegangen, dass die Rolle mein Favorit ist, aber der Konzentrator, der geht gut ab. Der geht echt gut ab. Ich bin zwar letzter punktetechnisch und habe wahrscheinlich auch die meisten, aber
Der geht gut ab, der macht richtig viel Spaß. So, jetzt machen wir die Waffe, die ich schon am Anfang ausprobiert hatte, die mir nicht so viel Spaß macht. Und danach beenden wir dieses Video auch. Wie gesagt, Splatoon kommt am 29. Mai. Ich freue mich riesig drauf. Oh, Verbindung. Also. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, dass dann diese Probleme weg sind. Wie gesagt, bei der ersten Aufnahme ging das alles wie geschnitten Brot. Nur hier kommt es irgendwie öfters zu Problemen. Naja. Zur Not machen wir kein weiteres Spiel mehr. Wäre ja schade. Ne, wir machen noch eins. Cool. Ja, was soll ich zu Splatoon sagen? Ich habe die Special Edition bestellt und wahrscheinlich werde ich an dem Tag, wenn ich es dann abhole, noch irgendwie versuchen, noch ein Video zu machen dazu. Also sowohl zu der Special Edition als auch zu den Amiibo-Figuren, die noch dazu kommen. Ja, ich bin einer der wenigen Glücklichen, der Glück hatte mit den Figürchen. Weitwurf! Weitsprung! Was geil, kann ich die auch aufladen? Nein. Schild. Was? Was? What happened? Shit. Wo sind meine Leute? Auf dem Weg. Juhu! Ja, so viel zum Thema, wir versuchen von hinten die Leute, aber es hat ja gut funktioniert. Holboje wurde aktiviert, yay. Ach ja, komm, was ist da jetzt passiert? Und was konnte dieses Kreisding und... Ach, egal. Kamera fixieren, auf geht's. Durch diese Steuerungsmöglichkeit über das Wiimote, über das Gamepad, ist das Spiel wesentlich schwieriger. Shit. War vorbei. Im Sprung, Spielende. Schön! Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Es ist schade, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es mir eigentlich heute Morgen gedacht habe, dass ich halt mit euch zusammen spiele. Ne? Der Nektus hat mich sogar extra geaddet dafür. Aber naja, dann machen wir spätestens am 29. Mai, beziehungsweise eine Woche später, weil am 29. Mai ist nämlich in Düsseldorf der Beginn von Japantag und da bin ich das ganze Wochenende weg. Also wann ich dann wirklich Splatoon zocken kann, wird dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Sonntages sein. Egal, mir hat es jetzt gerade riesig Spaß gemacht mit Splatoon. Ich hoffe, ihr habt auch noch die 5 Minuten Spaß, wie es momentan, die momentan noch da sind. Die nächste große Demo-Stunde ist dann heute Abend. Und man hat, glaube ich, schon gesehen, es gibt ein paar Verbindungsprobleme. Aber ganz ehrlich, das
Halo Master Chief Collection Syndrom hat das Spiel Gott sei Dank nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe richtig Bock drauf, in knapp 3 Wochen zu daddeln. Ich werde mich jetzt an aber an Kirby setzen. Kirby gibt's von mir kein Video, da hat Martin genug gemacht. Könnt ihr euch übrigens auch angucken. Warte, ich rück mal beiseite. Das Martin-Video ist hier oben. Genau, da. Ne, da spielt er einfach mal so Kirby mit mir zusammen. Ich bin Wallady und er ist Kirby. Und er versucht dann halt mit seinem Pinsel der Regenbogenfarbe, der oder die in Wirklichkeit eine Fee ist. Ja, also richtig schönes Spiel, richtig schön mit Knete. Macht Spaß. Dann haben wir hier in dem Video dann die aktuelle Zelda-Folge. Ja, wir zocken immer noch Zelda und das ist wahrscheinlich eine der Episoden, wo wir verzweifelt im Raum sitzen und anfangen zu heulen. Dürft ihr nicht verpassen. Ist mega geil. Und ganz unten ist ein Video, wo ich noch gar keine Ahnung habe, was es in Wirklichkeit ist. Es wird wahrscheinlich dann ein Video sein, das letzte Zeit rausgekommen ist. Wahrscheinlich das DLC von Mario Kart 8, was Martin gemacht hat, oder irgendwas anderes. Das weiß ich noch nicht. Das, genau, das entscheidet das Video für sich. Gut, das war's von mir. Ich rutsch mal wieder in die Mitte. Ah! Meine Couch macht komische Geräusche. Gut, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende und wie gesagt, zockt fleißig Splatoon in der Demo. Wenn bereits schon Sonntag ist, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht und ich bin raus.